Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, für mich sind jetzt wieder ein paar Tage vergangen, seitdem ich Anno 1800 gespielt habe, nämlich genau insgesamt 20 Tage. Da habe ich so viel voraufgenommen bisher und jetzt wird es mal wieder Zeit, neue Folgen aufzunehmen. Und deswegen brauche ich wieder ein bisschen Eingewöhnungsphase. Aber ich habe auch im Vorfeld schon ein bisschen mit den dringend notwendigen Optimierungen selbst herumgebastelt, aber keine Sorge, ich habe nichts Größeres unternommen, von dem du dann nichts mitbekommen hast, sondern es bleibt alles beim Alten. Ich habe nichts zusätzlich gekauft, ich habe nur eben, wie gesagt, die Inseln neuen Namen zugewiesen, also nicht nur neuen Namen, sondern eigentlich Nummern zugewiesen. Dann tue ich mir nachher ein bisschen leichter, diese dann zu finden, beziehungsweise kann dann besser feststellen, von wo kommt etwas und wohin geht etwas. Ja, dann möchte ich gleich mit dir in die neue Welt rüber, denn dort haben wir eine Herausforderung zu lösen, nämlich wir haben ja mit Bananen produzieren wir ja als Abfallprodukt Tabak und ich glaube nicht nur mit den Bananen, sondern auch mit dem Kaffee, wenn ich mich recht erinnere. Ich schau mal, hier produzieren wir Kautschuk, Baumwolle und Kakao, extra Kakao. Dann ist es vielleicht beim Mais. Nein, beim Mais ist es auch nicht. Egal, auf jeden Fall. Ich glaube, beim Kaffee ist es. Ziemlich sicher sogar beim Kaffee. Genau. Produziert gelegentlich extra Tabak. Die Baumpflegerin. Und die versorgt uns eben mit Tabak. Und wir haben jetzt das Problem, dass wenn wir auch bei den Bananen haben wir dasselbe Item drin, nämlich auch die Baumpflegerin. Und wenn wir jetzt hier bei 1400 angelangt sind, dann wird da kein Tabak mehr produziert. Somit müssen wir eine Abfalllinie erstellen. Und das kann er sich kalten. Das heißt, wir gehen jetzt mal schnell da zu Isabel Sarmento und schauen mal. 350.000 will die für das Schiff und 6. Das ist mir schon ein bisschen zu teuer, oder? 20.000 und 4. Eine Fregatte. Haben wir dort eine Fregatte? Die Frage ist, was kann denn der überhaupt? 10,6 Knoten, 4,2 Knoten. Wir kaufen uns ganz einfach den hier. So. Und das Schiff Aura wird das Abfallschiff. Abfallschiff Banane. Schreiben wir nur Abfallbanane. Und das schicken wir auf eine neue Route. Nämlich Handelsroute. So, das ist die Abfallroute. So, na, dass ich noch schreiben kann. Man sollte nicht auf sein Handy nebenbei auch noch starren. Abfallroute Bananen. Und zwar von 201 auf 203. Also von 201 auf 203. Geht nicht. Gut, dann lassen wir das so. Nehmen jetzt diesen Monitor hier. Genau. Von hier nach da. Und sagen, du kannst zweimal Bananen mitnehmen. Das heißt, du nimmst ...50, zack, zack. So, das reicht. Dann sollte sich das Schiff jetzt, glaube ich, sogar auf den Weg machen. Aber wir werden ihm vorher noch sagen, hey, warte mal. Bevor du auf große Reise gehst, schau mal, ob du da eine Schiffsschraube kaufen kannst, rein zufällig. Da haben wir schon die goldene sogar. Da haben wir die und dann haben wir beides. Und dann haben wir insgesamt 70% Verlangsamung, wenn das Schiff voll ist und jetzt darf er auf die Reise gehen. So, dann haben wir einmal das erledigt und gleichzeitig, ja,
Er füllt ordentlich mit rum. Der Rumdampfer und du bist auf 201 auf 301, genau. Somit weiß ich jetzt, dass er von hier, von der ersten Insel in der neuen Welt, nach Kap Trelawney auf die Crown Falls Insel fährt. Das gefällt mir gleich viel besser, wenn das so eingestellt ist. Und jetzt können wir da noch sagen, Bananen aber bitte maximal 150 Stück liegen lassen. Na, sagen wir 100 Stück. Und hier müssen wir noch, Moment, die Bananenroute brauche ich. Und hier sagen wir ganz einfach, Fracht entsorgen. Genau. Perfekt, jetzt passt's. Da haben wir eh nur ein kleines Lager, das heißt, da sind wir eh gleich voll. Gut, dann können sich die da austoben und der nächste Weg ist jetzt zurück in die... Genau, der nächste Weg ist jetzt dann, dass wir in die alte Welt zurückgehen und dort unsere verbleibenden Schiffe mit Aufträgen versehen. Zuerst lassen wir mal die Zeit schnell laufen, denn wir wollen ja Kohle machen. Und zwar würde ich jetzt gerne eine neue Route machen. Ich habe mir da schon aufgeschrieben, was notwendig ist. Und zwar würde ich gerne Stahlfenster und Stahlbeton. Neue Handelsroute. Von 101 auf 301. Und zwar würde ich da gerne die Halunke nehmen. Ja, genau. Und zwar von King's Landing geht's rüber ins Kap. Ja, dann nicht, das machen wir so. Und dann würde ich gerne Baumaterialien. Und zwar haben wir gesagt Stahlbeton. Fenster und Stahl. So, das laden wir natürlich hier aus. Und dann geht's los. Das Schiff ist unterwegs und wir kriegen dann drüben im Kap genügend Materialien, die wir brauchen. Und gleichzeitig werden die Ressourcen wieder nachproduziert, was uns natürlich auch wieder die Abfallprodukte bringt, aber jetzt im Sinne von positiven Abfallprodukten, nicht Abfall im Sinne von Bananen wegwerfen, damit wir mehr Tabak produzieren können. Also dann markiere ich mir das mal hier auf meinem Zettel, dass ich das erledigt habe und dann möchte ich noch ganz schnell etwas anderes vorbereiten. Und zwar gehen wir da jetzt noch einmal zurück in die neue Welt. Denn wir müssen ja irgendwie den Tabak ja auch irgendwie verbraten. Schauen wir mal, können wir da eine Handelskammer errichten? So, da haben wir mal eine Handelskammer. In diese Handelskammer setzen wir. Den brauchen wir nicht. Zigarrenmanufaktur. Den setzen wir da mal rein. Hutmacher. Genau, brauchen wir noch nicht. Tabak Mais, Bodenkultur, Tabak. So. Jetzt muss ich einmal schnell schauen, denn ich habe irgendwo jemanden für
Mal auf Tabak. Gehen wir mal auf Zigarren. Okay. Okay. Dachte, ich hatte irgendwo ein Item, mit dem ich den Zigarren ein bisschen was machen kann. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ziegelmacherin, die brauchen wir ja so dringend. So. Extra Melonen. Ich bilde mir ein, dass ich irgendwo den... Die alte Welt. Ich habe doch irgendwo die nette Person, die es ermöglicht. Handwerksmeister. Schneidereien, nehmen wir schön den Konserven Hochrad. Kühlerei. Ah, den Mühlstein. Den Mühlstein müssen wir auch noch irgendwie rüberbringen. Das heißt, wir holen uns jetzt einmal das Schiff. Das haben wir, glaube ich, hier stehen aktuell. Mehr Druck im Kessel. Genau. Und du fährst mir bitte zurück in die alte Welt. King's Landing, Dankeschön. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Die alte Welt nach King's Landing. So, jetzt passt's. Jetzt haben wir da nicht eine Route erstellt, die keiner braucht. Perfekt. Hier sollte jetzt auch schon langsam genau die Bananen liegen. Dann gehen wir zurück in die alte Welt und jetzt muss ich noch mal schauen. Sechsmeister, Schreinereien. Muss man das jetzt noch einmal anschauen. Und zwar, wenn ich auf Items gehe, Handelskammer, und hier sage, Holzfurniere. Geschäfte, Gebäude, Bauern, Arbeitskräfte, extra Holzfurniere. Unbekannt. Aha, den habe ich, aber ich brauche also quasi brauche die Torcedor Lucia. Und zwar produziert die statt den Holzfurnieren braucht sie nur mehr Bretter und das würde uns ordentlich helfen. Ich schreibe mir das jetzt auf. Das ist die Torcedor Lucia. Die brauchen wir dringend. Ich muss schauen, dass wir die so bald als möglich kaufen. Und dann können wir nämlich auch die Zigarren produzieren. Da haben wir noch ein bisschen zu wenig Geld. Das lassen wir noch laufen, das Ganze. So, wir kümmern uns aber jetzt um eine neue Route, während wir schon dabei sind. Und zwar, das nächste auf der Liste ist, dass wir auch noch den Kautschuk, die Schokolade und ich glaube die Weintrauben mitnehmen. Machen wir eine neue Route.
immer die Kurfürst. Und zwar würde ich der gerne sagen, dass sie von der Insel Bravos in die alte Welt rüber schiffert. Und zwar nach King's Landing und dann nimmst du jetzt einmal mit. Du nimmst jetzt einmal mit den ganzen Kautschuk. Dann nimmst du mit die Schokolade. Und dann nimmst du mit, ich glaube Weintrauben liegen da drüben auch. Ja. 246, perfekt. Die Route ist von 201 auf 101. Und Start. Genau, dann haben wir den Kautschuk, die Weintrauben und die Schokolade. So, und als nächstes müssen wir noch eine Linie machen. Wir müssen nämlich Ringe, Phonographen und Brillen rüberbringen. Hypion, den haben wir dann noch nicht auf der Liste, das heißt noch eine neue Route. Die ebenfalls von 101 geht, die aber nach 301. Dann nehmen wir die Ringelblume und von King's Landing das Kap. Und da nehmen wir jetzt ganz einfach mit Glühbirnen, Ringe. Wo sind die Ringe? Ringe. So, Glühbirnen, Ringe. Das Schiff los. So, jetzt haben wir die Ringe, die Glühbirnen und die Uhren. Und das nächste sind Phonographen, Brillen und Hochräder. Und Hochräder haben wir wahrscheinlich nur ein paar, aber ist egal, wir machen da trotzdem weiter. Und zwar Handelsroute, ebenfalls von 10, oder nicht von 1001, sondern von 101 nach 201, Entschuldigung, nach 301. Dann nehmen wir das nächste Schiff, das ist dann die Amphitrite, die fährt von King's Landing ins Kap rüber und da nehmen wir jetzt mit die Hochräder, haben wir offensichtlich noch keine, das heißt Phonographen, Brillen, Phonographen. Aber wir geben das gleich auf, dass sie auch Hochräder mitnehmen. So, dann hätten wir das auch erledigt. Und dann haben wir jetzt eigentlich alles, was wir brauchen. Und ein Schiff, kein Schiff mehr. Jetzt haben wir kein Schiff mehr zur Verfügung und wir haben 1,2 Millionen. Und jetzt können wir mal würfeln und hoffen, dass wir... bisschen ein Glück haben. Wieder das Buch der Päpstlichen. Ja, wenn wir es schon kriegen, dann kaufen wir es. So. Wasserspeicher. Ist nicht unbedingt notwendig. Eigenschaften eines Monarchen für eine glücklichere Regentschaft.
Gut, okay, das war jetzt ein bisschen fail, denn du kommst jetzt mit und fährst mir darüber. Ich brauche ja Personen. Und nicht Items. So, haben du mal genug? Aha. Du stehst jetzt da, weil du keinen Auftrag hast. Doch, du hast einen Auftrag und zwar, du nimmst jetzt Zigarrenmanufakturen. Du nimmst das Teil hier mit. Und fährst mir auch mal ganz kurz darüber. Du kannst da hoffentlich ordentlich was verkaufen. So. Auswanderer. Die temperamentvolle beeinflusst Kraftwerke. Nicht unbedingt notwendig. Präzise, wie ein Uhrwerk. Bei. Kaufen wir sie trotzdem. Und Arek. Arek geht immer. Ja, jetzt habe ich ihn verrollt. Wunderbar. Sektkellerei, Rumbrennerei. Haben Sie einen Moment? Kaufen wir uns auch. Eine Fräsmaschine willst du uns andrehen? Nee, danke. So. Gut, dann weiter im Programm. Wir brauchen mehr Kohle und das ziemlich flott. Das heißt, ihr fahrt mal rüber beide in die neue Welt zur Insel Bravos. Und in der Zwischenzeit gehen wir rüber ins Kap. Das sollte ja schon ordentlich gefüllt sein. Also da sollten wir ja schon alles haben. Wir haben eigentlich die Produktion komplett ausgelagert. Das heißt, wir können hier komplett abschalten. Eigentlich würde man das gar nicht brauchen. Oh, na das machen wir doch. Warte mal, was möchtest du? Ein kleiner Hoffnungsschimmer. So, dann müssen wir zurück in die alte Welt. Dann nehmen wir meine Schiffchen hier. Das machen wir natürlich sofort. So, dann warten wir, bis die da sind. Das werden wir jetzt 1:1 verfolgen. Wo kommen sie? Das sind meine Aufgaben. In 20 Minuten, aber die Tantois, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Schneller bewegen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, ich bin schon gespannt. Jetzt sind wir bei 24 Minuten, das heißt, die Aufgabe geht sich auf jeden Fall noch aus. Und
dann sind wir auch schon fertig und in der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen aufrüsten im Kap und uns dort mehr Einwohner züchten. Flotte beginnt Geleitschutz. Achten Sie auf Zwielichtige. Ich glaube, das Schiff ist gut geschützt, oder? Also da kann man doch wohl nichts dazu sagen. Außer, dass ich finde, dass dieses Schiff tatsächlich gut beschützt ist. Ein gerechtes Ende. Wunderbar, und wer hat das gute Teil jetzt? Flaggschiff steht zu Diensten. So. Du fährst mal auf jeden Fall hier hin. Haltet sie auf Kurs. Und meine anderen Schiffchen verfolgen das hier. Perfekt, da geht sich doch noch aus, dass wir kurz rübergehen ins Kap. Dort nochmal schauen, ob wir noch irgendwas nachjustieren können. Auch die Fischproduktion werden wir komplett einstellen. Weil ich glaube, auch Fisch liefern wir direkt. Ja, auch Fisch liefern wir direkt. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Gut, dann weiter im Programm. Wir brauchen ganz dringend neue Einwohner. Das heißt, wir werden da mal aufrüsten. Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Aufrüsten. Eine Abholaufgabe, ne? Du bietest mir sonst nichts. Nichts Wichtiges. Ein bisschen Bilanz pushen hier. Dann lassen wir die da mal. Jetzt haben wir 36.000. Ich könnte nicht zufriedener sein, glauben Sie mir. Was Sie brauchen, haben Sie. Getreide brauchen wir nicht mehr. Brot haben wir genug, es wird alles geliefert, was das Herz begehrt. Gut. Können wir hier auch schon bald den ersten Investor... Sephir, hebt euch empor. Wo ist denn eigentlich das Rathaus? Schauen wir mal schnell. Wo haben wir denn aktuell das Rathaus? Genau, das heißt, wir müssen die Bücher dann auch rüberbringen. Wir sind bei 29 Minuten. Und wie das Ganze ausgeht, schauen wir sich in der nächsten Folge an. In der nächsten Folge die Ziele sind, dass wir erstens mal dieses Buch zur pränatalen Präservation hierher bekommen, um endlich Investoren zu generieren. Der nächste Schritt ist dann eventuell die Zigarrenproduktion losstarten und dann noch ein paar Schiffchen kaufen, denn wir brauchen dringend mehr Waren aus der alten Welt bzw. aus der neuen Welt in Crown Falls. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Anno 1800. Servus.